dem Ort mal hier rüber. Mit dem dunkleren Ort mehr. So. Jetzt schauen wir mal hier. Was haben wir hier? Angenehm. Oh, da haben wir so ein Tierchen. Da haben wir so ein Tierchen, was ich immer meine, in einem Aquarium ist. Wenn so ein Tier im Aquarium ist, dann wisst ihr, dass eure Wasserwerte total top sind. Guckt euch das mal an. Im Süßwasser-Aquarium. Im Süßaquarium sind die kleiner. Habe ich im Video auf meinem Kanal, auf den Kanal gezeigt. Hier sind zwar Algen, aber Algen sind ja Pflanzen. Hier haben wir diese Hydras oder Hydras auch. Und da sieht man sie. Also es ist keine Meerwasser-Dings oder so, kann ich mir nicht vorstellen, weil es ist kein Meerwasser hier. Das ist eine Hydra. Und so groß. Guckt es euch an. So toll. Ja. Und diese Hymerien oder was für Pflanzen sind, die ich in meiner Dings Garnelenbadewanne habe draußen. Und da hinten ist auch noch mal was. Also ich glaube nicht, dass es Meerwasser ist. Ne, ist glaube ich Süßwasser. Hier sind also Seepferdchen sollen hier drin sein, man sieht aber keine. Man sieht aber wirklich nicht, ich glaube, die sind wahrscheinlich alle schon tot oder die sind, keine Ahnung, also hier ist kein Seepferdchen drin. Gut, dann gehen wir weiter. Ja, aber hier hieß es Seepferdchen, aber da war gar keins drin. Gar keine Seepferdchen drin, vielleicht krank geworden. So, guck mal hier weiter. Da haben wir so einen riesen Hai, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein Hai. Ich weiß jetzt nicht, was wir noch, ein Tigerhai vielleicht. Da haben wir noch die Fische hier. Auch sehr angenehm. Der ist auch schön, der rote hier. Auch noch nie gesehen, so ein tolles Muster. Also der hat selbst rote Augen, hat der. Pupillen, rote Pupillen. Die Streifendinger hier haben wir. Und die, oh, der ist auch ganz hübsch. Den kennen wir auch noch alle. Aber ist, glaube ich, doch mehr Wasser hier. Guck mal, wie er rankommt hier. Papageifischmäßig. Der ist auch so toll hier. So schön aus. Ja, aber ich glaube, das ist Meerwasser, ja. Das ist auch Meerwasser dann hier. Dann ist das auch Meerwasser, das Becken. Aber dann sind das trotzdem, dann ist es vielleicht eine Koralle, die weiße, oder es ist doch, wie sagt man, eine Qualle. Aber ich glaube eher, das sind diese Hydra. Gibt es ja vielleicht auch im Weg. So, guck mal hier weiter. Das ist ein Hai, sage ich ja. Der Hai war drinnen. Da sind die Tiere nochmal, die hier drin sind mit dem Namen. Sehr angenehm. So, dann gucken wir jetzt mal den nächsten Mal. Da haben wir hier Piranha-mäßig. Die sehen aus wie Piranha, sind aber keine. Dann denkt man, so kleine Fische. Ja, dann erschreckt euch jetzt bitte nicht. Weil meine Bekannte geht schon beiseite. Die hat schon Angst, weil die hat Angst vor Schlangen. Die mag diese komischen lange nicht. Das sind die, ach, den Fisch, den Quastenflossler ist das da. Das ist ein Quastenflossler, glaube ich. Und den gibt es, oder Lungenfisch, aber ich glaube, das nennt man auch Quastenflossler. Und den gibt es, ja, der ist so wie die Barsche im Pritzer Garten, so ähnlich. Und da sind Garnele. Guck mal, wie schön der Krebs ist mit blauen Scheren und das siehst du gar nicht. Dann haben wir den Krebs nämlich. So, dann haben wir hier dann Krebs drin. Und dann gucken wir den mal. Seine Scherne, aber man kann ihn glaube ich nicht richtig sehen. Da hätte man eine Lampe mitnehmen müssen. So. Aber wie gesagt, die sehen aus wie Piranhas, sind aber glaube ich keine. Ich habe jetzt nicht gelesen, ich glaube, das sind keine. Das sind Regenbogenfische, sehen Sie mal gerade. Da hinten ist in der Ecke irgendeine Tiere, Krebse. Man kann auch nicht gesehen. Die hast du schon gesehen, die Krebse in der Ecke liegen? Da ist noch ein blauer. Achso, das sind Kalifornienkrebse, glaube ich. Hier heißen sie wieder Rot-Schränkkrebs, kann ja nicht sein. Das sind eigentlich Kalifornienkrebse, die blauen. Aber egal, die wissen es anscheinend wieder besser. Ja, haben wir die Arten alle ein bisschen beiseite wieder. Dann haben wir da noch einen Wels in der Ecke. Da ist noch ein Wels und einer und die Krebse. Der eine Krebs, ich glaube, den geht es nicht gut oder so. Ich glaube, der ist gestorben oder so. Panik, glaube, der ist tot. Der blaue hier. Weil wenn die so liegen, guck mal, da an der Seite, wenn die so liegen mit den Dings nach vorne, ja, dann sind die meistens tot. Weil so liegen die nicht rum. So sind die, so sterben die Krebse eigentlich, das ist die Position, wenn sie sterben dann. Oder wenn sie Babys haben. Ja. Kann auch sein, dass sie Babys haben und beschützt die Babys. Aber ich glaube, der Krebs ist eher tot. Ja. Bewegt sich gar nicht. Und ich glaube, der ist tot. Das ist immer die Position, wenn sie sterben, dass sie die einnehmen als Schutz. Der Lungenkrebs. Ja, der hat ja auch keine. Der ist auch Tierquälerei, den hier drinnen halten zu lassen. Ja. Wir können ja mal gucken, war Leute. So, auf jeden Fall ist es Tierquälerei, den Großen hier drinnen zu halten, wa? Der hat hier gar nichts zu suchen in dem Becken.
Das ist auf jeden Fall Tierquälerei, wo wir ja nicht reden, wa? Und der Krebs da hinten ist tot und der ist auch Tierquälerei, nimmt keiner raus. Die kümmern sich ja auch nicht hier drum. Die sind nur am Geld machen, wie immer. Immer das Gleiche. Ja, hier haben wir sie nochmal. Die sehen jetzt ein bisschen anders aus. Jetzt sehen sie nicht mehr aus wie Florida oder Kalifornienkrebse. Der Krebs versucht gerade einen Fisch zu kriegen. Hat anscheinend Hunger. Oh, jetzt gibt es Essen, oder? Was war denn jetzt los? Jetzt ist Blitzlicht, oder? Blitzlicht ist hier nicht erlaubt. Naja, auf jeden Fall angenehm. Und die Aquarien wurden auch neu gemacht früher, waren die gar nicht so dick oder so. Alles ist anders gemacht. Ja. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten. Wir wollten mal gucken, was drin ist. Moment, Leute. Mal schnell gucken, was drin ist. Da war auf jeden Fall einmal ein Rotregenfisch, der australische Lumpenfisch und dieser Rotschirmkrebs. So, was haben wir hier nochmal drin? Hier haben wir nochmal den Lachs, roter Regenbogenfisch und blauer Regenbogenfisch. Genau, die waren da. Dann haben wir hier noch die anderen australische Karpfschlingenfunde und den Rotschirmkrebs. Genau. So, dann kommen wir zum nächsten. Wieder so eine Fische, die aussehen wie die Piranhas. Sind das Piranhas? Ich glaube, wir sind Kinder, oder? Nein, auch wieder nicht. Die sehen nur so aus. So, aber hier haben wir die Fische, die verkauft werden als Haifische. Die gibt es auch in klein für Süßwasser-Aquarien und die nehmen die als Haifischersatz. Genau, weil es ja keine Haifische im Süßwasser gibt. Das sind die Haifischtiere eigentlich. So, was machen die hier? Der Wels knuddelt mit dem anderen? Was ist hier los? Und die spielen und die gucken zu. Sehen aus wie Piranhas. Und groß und ein bisschen kleiner anscheinend. So, da liegt schon Toter wieder. Mitten in der Ritze drin. Tot und regt sich nicht. Naja, aber die machen ja eh mal am Tag hier irgendwas. Können ja nicht die ganze Zeit sauber machen, wenn die Leute gucken, ist ja richtig. Trotzdem kümmern die sich nicht so richtig, glaube ich, nach meiner Meinung her. So, haben wir auch. Jetzt gucken wir nochmal. Da ist noch einer. Der ist auch ein anderer Fisch, auch toll. So, dann haben wir die hier, diese komischen, die gibt es auch durchsichtig in der Aquaristik normalerweise, ja, und nicht in der Farbe, das ist ja jetzt grau, aber sind mal so die Geister, die den Strömungen entgegenschwimmen. Da haben wir einen schwarzen, oder ist es derselbe? Ne, ist so ein Haifisch-Attrappe. Oh, der ist mal ganz schön groß, der Wels. Guck mal den Panda-Wels an, ganz schön riesig. Oh, den geht es auch nicht angenehm. Was ist los, Dicker? Oh, oh, ich glaube, der ist auch schon tot. Ich glaube, der ist tot, der liegt nur noch so da. Der liegt nur noch so da, ich glaube, der atmet auch, glaube ich, gar nicht mehr, der ist schon tot. Der andere liegt in der Ritze. Tja, hier ist einiges los, hier müsste man mal morgen früh gleich was machen, wa? Gut, weiter geht's, dann gucken wir hier mal, welche Fische drin waren, nochmal richtig. Genau. Den haben wir ja nicht gesehen, Netzschmerle, ist, glaube ich, der Tote, der da hinten liegt. Das ist immer schade. Hier aber noch ein Rotflossen. Naja, ihr seht's ja, wa? Ihr könnt ja lesen. So. Kommen wir zum nächsten Becken. Großes Becken, schön groß und wenig Fische. Die fühlen sich auf jeden Fall wohler als in so Becken, wenn sie da überfüllt drin sind. Also die Haltung ist auf jeden Fall angenehm. Die Haltung ist schon wieder fragwürdig und eine Sauerei, wa? Wollen wir ja nicht reden. Nur um Geld zu machen. Hier sieht es sehr natürlich aus, wie draußen unter Wasser. Wa? Man sieht es ja. Mit, was ist das? Algendings, oder wie heißt die? Nee,